Die SG Flensburg-Handewitt feiert gegen den VfL Gummersbach einen sicheren 32:24 Auswärtserfolg. Ein guter Matthias Andersson war oftmals der Spielverderber des Offensivspiels der Hausherren. Einzig Raúl Santos zeigte auf Seiten des VfL eine starke Partie. Der Linksaußen konnte den SG-Keeper in der neuen Gummersbacher Schwalbe Arena insgesamt 11-mal bezwingen. Als junger Spieler gegen so einen großen Torwart zu spielen, das macht schon das gut für Selbstvertrauen. Ne? Aber ja, gut, trotzdem haben wir heute verloren und leider. Aber da waren viele Gegenstöße dabei und da ist natürlich viel Platz. Und von daher, wir haben super Abwehr gespielt sonst und damit sind wir sehr zufrieden. Aus dieser sicheren Abwehr heraus die SG von Anfang an dominant. Und mit einem glänzend aufgelegten Anders Eggert, der Däne mit insgesamt 7 Treffern. In der zweiten Halbzeit Flensburg weiter mit einem komfortablen Vorsprung. Auch Nationalspieler Holger Glandorf überragt mit 7 Toren. Die Flensburger bleiben mit einem 3-Punkte-Rückstand an Spitzenreiter Kiel dran. Der VfL Gummersbach findet sich derzeit in der zweiten Tabellenhälfte wieder. Daran konnte heute auch der starke Raúl Santos nichts ändern.